Supermarkt Samstag und wir gehen heute ins Salzkammergut. Ein Bier, das ihr mir empfohlen habt, kommt jetzt, wenn ihr dranbleibt. Hey, hallo, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zu einem neuen Supermarkt Samstag. Ja, vor ein paar Wochen hat mir jemand, vielleicht war es auch vor ein oder zwei Wochen, ich weiß es leider nicht mehr, ich habe es nur noch im Kopf gehabt und war heute tatsächlich einkaufen fürs Abendessen und habe dieses Bier gesehen und war der Meinung, ich glaube, das müsste es sein. Wir gehen ins Salzkammergut heute in Österreich und zwar zur Brauerei Schloss Eggenberg. Die meisten von euch werden die Brauerei Schloss Eggenberg wegen dem Sammy Klaus kennen, der Barley Wine, der immer am Nikolaustag eingebraut wird, jährlich und für Starkbierfreunde, glaube ich, so ein bisschen eine Konstante im Bierkalender ist. Heute soll es allerdings um einen Pilsner gehen, was ja in Österreich durchaus etwas unterrepräsentiert ist, aber aus Oberösterreich kommt der eine oder andere gute Vertreter dieses Stils und ob das beim Hopfenkönig auch der Fall ist, das werden wir jetzt gemeinsam rausfinden. 1681 die Brauereigründung und es wird hier reinstes Wasser aus unserer Quelle im Salzkammergut empfohlen. Ich war selber Taucher lange Zeit, muss sagen, also Salzkammergut ist schon auch für gute Wasserqualität, auch fürs Tauchen bekannt. Österreichisches Pilsnermalz, Aroma-Hopfen der Sorte Saphir. Auch ein Hopfen, den ich sagen muss, im Pilz, das funktioniert durchaus gut, wenn ich da an gleichnamige Biere denke. Und 4 Wochen sorgsame Lagerung in unseren Schlosskellern für besten Geschmack. 5,1 Volumenprozent Alkohol ist alles, was mir verraten wurde. Ich würde sagen, wir haben so 6, 7 Grad. Und wie gesagt, ich habe das Bier beim Spar gekauft. Für diejenigen, die wissen wollen, wo es herstammt, eine stileigene Bottle Cap. Und jetzt hoppala, machen wir das Bier auf. Und ich erwarte tatsächlich ja jetzt kein friesisch herbes Pilz, aber ich muss sagen, stiltypisch geht es dann schon mal an den Start. Klare, goldene Farbe, glanzfein, ein Fingerbreit, weißer Schaum, der schön ans Glas geht. Und ich glaube auch diese ein Fingerbreite Schaumdicke hat eine gewisse Stabilität. Ja, helles Malz in jedem Fall, aber auch leicht würzige Noten. Also frisch. Ohne blumig zu sein, aber so ein bisschen getreidig. Ich habe jetzt gerade die Überlegung, ob da so minimal tschechisches Diacetyl drin ist. Wenn, dann wirklich minimal. Aber kann ja bei einem Pilz durchaus gewollt sein, gerade aus der Gegend hier. Mag mich jetzt aber auch täuschen. In diesem Sinne, cheers! Helles Malz, leichte Biskuitnoten, süßlich, gewisse Trockenheit, grasige Hopfen, so ein bisschen Heu, Stroh. Ich bin mir immer noch nicht sicher mit dem Diacetyl. Ihr seht schon ein bisschen die Fragezeichen in meinem Gesicht. Bin mir da echt gerade nicht so ganz sicher. Aber wie gesagt, wenn, dann ist es so eine minimale Note hinten rein. Und das stört auch nicht. Also das ist ja tatsächlich auch beim klassischen Pils, das geht durchaus. Tatsächlich würde ich es gar nicht so schlank jetzt empfinden. Es hat so für mich so schlanker bis mittlerer Körper, mittlere Kohlensäure, durchaus auch ein bisschen gebremster. Es wird ein bisschen dünner hinten raus. Die Bittere nimmt ein bisschen zu, es wird vielleicht auch noch ein Tick trockener und kräuteriger Hopfen
geht dann mit rein. Also, ich muss jetzt sagen, es ist tatsächlich für ein österreichisches Pilz okay. Es ist jetzt keins, wo ich sage, wow, noch nie gesehen. Aber ich finde es ist wieder mal so dieses Stichwort solide Braukunst. Und deshalb gibt es für den Hopfenkönig von Schloss Eggenberg am heutigen Supermarkt Samstag gibt es wohlverdiente 3 von 5 möglichen Punkten für Schloss Eggenberg, den Hopfenkönig aus dem Salzkammergut. Und wenn ihr andere Biere noch von Schloss Eggenberg kennt, die ich noch mal auf dem Kanal probieren sollte, ich bin tatsächlich häufiger beruflich in Oberösterreich in der Gegend und könnte da den einen oder anderen Supermarkt noch mal nach Bieren, die es eben nur oben in der Gegend gibt, durchforsten. Wenn ihr mir da Tipps geben könnt, wollt, dann her damit. Ich sage an der Stelle dann danke fürs Zuschauen, freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Es wird jeden Tag um 12 Uhr der Fall sein mit der nächsten Verkostung. Bis dahin, tschüss, Baba, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.